Wir sind heute in Moorregge bei der Firma Voswerk. Dieter und Sabine, mir ans Herz gewachsen. Vom ersten Moment an, wie ich diese Menschen kennenlernte, war mir klar, wie die ticken. Und wir sind seit vielen Jahren jetzt befreundet und noch nie hat der eine den anderen enttäuscht, ne? Das stimmt, da hast du recht. Das ist eine super Freundschaft geworden. Und Sabine, ich freue mich immer so, wenn du so strahlst, wenn ich mal komme. Und das ist ganz toll. Und eure Arbeit, das ist etwas ganz Besonderes, ne? Ja, das stimmt. Und ich freue mich immer total, wenn ich dich sehe und wenn wir Zeit miteinander verbringen können. Ich finde das einfach total schön. Das müssen wir in nächster Zeit mal ein bisschen forcieren. Ja. Und jetzt gehen wir mal einen kleinen Rundgang machen hier in der Firma, was hier alles passiert. Kleine Werbegeschenke erhöhen ja die Freundschaft, ne? Ja, genau. Und von welcher Firma seid ihr? PV. PV, okay. Ist ja ein Begriff hier, ne? In der Gegend, ne? Ja, super. Ne, müssen wir mal das gleich. Was? Okay. Und dieser Tag sollte etwas ganz Besonderes werden, denn 25 Jahre ist es her, seit diese Firma ins Leben gerufen wurde. Die Firma Voswerk in Moorregge. Und wir von EMR Marketing und Promotion waren selbstverständlich auch eingeladen und schauen uns einmal dieses Unternehmen an. Einmal hier in der Karosserieabteilung, wo ein Fahrzeug komplett neu aufgebaut wird. Aber darüber werden wir nachher mehr berichten. Und dann gehen wir mal rüber in den Motorenservice. Hier werden die Motoren komplettiert. Und dann ging es schon gleich in die heiligen Hallen. Dort werden dann ganz spezielle Fahrzeuge aufbereitet und selbstverständlich werden diese ganzen Serviceleistungen dort auch ausgeführt. Aber wir schauen uns zunächst erst einmal um, was es für Fahrzeuge zu bestaunen gibt. Beispielsweise dieser Ford Mustang, der wurde komplett revidiert. Motoreninstandsetzung. Der Trend geht ja in diese Youngtimer-Geschichte so ein bisschen rein, denn das sind beliebte Fahrzeuge, 30 Jahre alt. Und dann haben wir beispielsweise hier auch Fahrzeuge, wo die komplette Karosserie neu aufgebaut werden muss, nachdem ein Schaden war. Und auch historische Motorräder aus den 70er Jahren kommen langsam immer mehr hier in Mode. Das ist wichtig. Aber nochmal schnell, der Mustang hier, der wurde natürlich auch auspufftechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Wunderschön anzusehen, so ein Fahrzeug. Und da haben wir gleichzeitig den Chef. Dieter, du musst immer noch, du bist immer noch am Ross kloppen, ne? Immer. Das ist ja auch ein Auto, was wieder in der Zeit jetzt als Youngtimer gefragt ist, so ein BMW, ne? Stimmt. Und die baut ihr komplett neu auf, ne? Den bauen wir komplett neu auf, ja. Er hat auch noch einen kleinen Unfall vorne gehabt. Der weiß ich nicht, ob du haben das schon wieder gesehen, gemacht ja. hast. Den müssen wir auch noch komplett in Stand setzen. Und das wird auch wieder ein richtig schönes Auto. Und wir müssen so solche Sachen wegmachen wie. Ja, genau. Das wurde mal nicht so wirklich schön geschweißt. Sieht so gut aus. Ne? Das ist so ein bisschen daneben gegangen. Ja, und das ist jetzt unser nächstes Projekt, was jetzt fertig muss. Ja, und so, soll und so, darf. So. Ja, solange das Fahrzeug alt genug ist, lohnt sich das auch, so etwas aufzubauen. Denn das ist der Trend. Jeder will einen Youngtimer haben im Moment. Und natürlich schmückt man draußen alles, was mit Automobile zu tun hat. Hier bei Voswerk, genau. Komm mal dazu. Na? Hallo. Haben wir ein paar Blümchens gekriegt? Wo ist die Pim denn? Der versteckt sich immer. Ja, der versteckt sich immer. Kommt ja so langsam Betrieb hier rein in die Bude, ne? Ja, und ganz klar, die Industrie- und Handelskammer ließ es sich auch nicht nehmen, Dieter hier vernünftig auszuzeichnen. Und das hat er auch verdient, denke ich. Diesen wundervollen Kuchen hat Svenja für uns gebacken. 25 Jahre Voswerk. 26 Jahre sind wir verheiratet. 25 Jahre gibt es Voswerk. Wie unglaublich. Cool, oder? Also, wir schneiden an. Wir schneiden an. Unbedingt. Schief. Macht nichts, das passt. Wir machen es weiter, ich schneide alles schief. Durch das Voswerk nochmal. Ja, und wer es nicht glaubt, es ist ein richtiger originaler Familienbetrieb. Und ja, wieder ein glücklicher Fahrzeugbesitzer holt seinen reparierten Oldtimer ab
Da ist immer ganz besonders viel Freude in den Gesichtern der Kunden zu sehen. Aber den hat sie ganz schlimm erwischt. Was war denn hier auf der Ecke los, hier unten? Da durchgerostet. Da war er durchgerostet? Ja. Und da haben die irgendein Teil neu ausgewechselt und gar nicht richtig... Dieses ganze Heckblech, von hier oben angefangen, hier runter, haben die das als ganzes Heckblech erneuert. Aber nicht da unter den Rost beseitigt, nur einfach drauf geklatscht. Und der Rost war noch da und das rostet natürlich weiter. Aber jetzt hast du das alles ordentlich gemacht. Jetzt ne? ist das ordentlich gemacht, weil hier die Schwellerende war hier. Aha. Das Schwellerende. Da auch alles durch. Aber nur die Ecke, ne? Ja, nur die Ecke, ne? Also der Schweller selber ist noch der Original. So, was war hier vorne los? Also, hier war der Radlauf, das muss man sich mal reinziehen. Auch durchgerostet, habt ihr neu Blech eingeschweißt und ist noch nicht ganz fertig, ne? Ist noch nicht fertig. Ne? Aus ganz besonderem Grund macht man sich die Arbeit, weil das ist einer relativ selten, der Golf GTI mit dem 16V-Motor. Also das war das rausgeschnittene Endstück, damit man mal sehen kann, wie der doch verrostet war.